Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu LS15 und einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar dem verstellbaren Spiegel-Mod. Der Name sagt das eigentlich schon. Ihr seht ja, man hat hier Spiegel in den Schleppern oder auch Mähdrescher. Und die sind natürlich nicht immer passend eingestellt. So, dafür gibt es jetzt einen coolen Mod. Und zwar eben diesen Spiegelmod einfach in den Mod-Ordner. Und wenn ihr Fahrzeug seid, ja, ändert sich mal soweit eigentlich nicht viel was. Aber was sich ändert ist, wenn ihr die Taste 5 drückt, erscheint oben links eben spielverstellbar. So, was mache ich da? Gar nichts. Ich muss mir vorstellen, als hätte ich ein Fadenkreuz in der Mitte. Und genau in der Mitte vom Monitor, mit dem müsste ich auf den Spiegel zielen. Schätzen wir jetzt, die Mitte von Spiegel ist jetzt genau auch mit dem Bild. Wenn ich die Taste 5 gedrückt habe und oben steht Spiegel verstellen, kann ich jetzt mit der linken Maustaste gedrückt und bewegen und ich sehe da die Spiegellaste verstellt. Und man sieht, wenn man es übertreibt, dann sieht man auch, dass das der Spiegel ja nicht gerade so gut noch angepasst ist. Aber ich sag mal, für kleine Korrekturen wunderbar. So, hier noch ein paar. Hier so circa Mitte auf ab. So auch wunderbar. Schauen wir auch, ob das im Mähdrescher funktioniert. So, hier auch das der 5 Spiegel anpassen und auch hier funktioniert es wunderbar. Und man könnte hier ja fast den Spiegel so einstellen, dass man auch was nach hinten sieht. Schaut jetzt natürlich dann von innen relativ normal aus, aber wenn man dann nach außen geht, okay, außen sieht man der Spiegel gar nicht. Okay, das ist immer gut, aber innen, ne, schaut ja gar nicht mal so schlimm aus, wenn man wirklich schaut. Die Einstellung wird auch gespeichert von den Spiegeln. So, da kann man schön sehen. Finde ich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, die Einstellungen werden gespeichert und natürlich funktionieren sie auch. Man kann aber nichts machen, solange man unter 5 drin ist. Man muss rausgehen mit der Taste 5 und dann kann man erst wieder fahren und schauen, ob da alles wirklich so funktioniert, wie es sollte. Hier sehe ich, das passt, das passt. Und die Einstellungen werden gespeichert, auch nach dem Beenden funktioniert das wieder. Wenn ihr aber die Fahrzeuge zurücksetzt, werden auch die Spiegel zurück auf 0 gesetzt und ihr müsst sie nur einstellen. Aber ihr seht, das funktioniert wunderbar, mir gefällt sehr gut und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Mod-Vorstellung. Schaut auf meinen Kanal vorbei, lasst ein Like und Abo da und macht's gut, Leute. Tschüss.